Oli, nach einer starken Quali gestern, hast du heute dein erstes Rennen gehabt, hier auf dem Sachsenring. Wie ist es gelaufen? Erzähl mal. Ja, eigentlich relativ gut. Der Start war ein bisschen schwierig, da ich die Ampel nicht gesehen habe. Ich musste mich an anderen orientieren. Ich habe dann nachher auch schnell meinen Rhythmus gefunden, habe probiert, meine Pneu ein bisschen zu sparen, dass ich gegen Ende Rennen noch ein bisschen Feuerung habe. Nachher ist die Safety Car rausgekommen. Ich habe dort auch probiert, meine Pneu so gut es geht warm zu behalten, da ich das erste Mal das mache. Beim Neustart hat er vor mir leider etwas geschlafen. Ich habe probiert, das auszunutzen. Habe ihn zu früh überholt und durch das eine Drive-Through-Penalty bekommen. Ja, nachher hatte ich eigentlich ein einsames Rennen. Ich konnte meinen Rhythmus fahren. Ich habe dort auch gute Zeiten gemacht. Von der Zeit her könnte ich in der Top 10 mitfahren. Ja, das war so das Rennen. Ja. Und jetzt geht es morgen weiter mit dem zweiten Rennen. Was hast du da vorgenommen speziell? Ja, sicher mal einen besseren Start, keine Durchfahrtsstrafe. Und das sollte, ich denke jetzt mal, so zwischen 10 und 15 würde ich so anbringen, dass wir dort stehen. Gut, wir freuen uns und drücken dir die Daumen.